Frau Kollegin Schwalb-Dürren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Dr. Schenk, ich freue mich auch, dass meine Bundestagskollegen Thomas Jatzombek und Andreas Lemmel hier sind, die ich entdeckt habe. Auch ein herzliches Willkommen an alle Kollegen der Landtage aus allen Bundesländern, die da sind. Und selbstverständlich freue ich mich auch sehr über die internationalen Gäste. Das ist eine sehr, sehr große Bereicherung. Ja, ich darf Ihnen ganz herzliche Grüße auch von meinem Minister oder Ihrer aller Minister ausrichten, von Alexander Dobrindt. Und Sie können sich denken, dass es Termine gibt, die man lieber übernimmt und welche, die man weniger lieb übernimmt. Wenn eine Anfrage kommt, ob man eine dreistündige Podiumsdiskussion zur Maut macht, weiß ich nicht, wo man sich mehr freut oder wenn man zur Gamescom-Eröffnung gehen darf. Das überlasse ich jetzt mal Ihrer Fantasie. Wo die, ja, der Thomas sagt die Maut, also wie gesagt, deine Fantasie möchte ich haben, Thomas. Man merkt halt, es gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, nicht nur wie in den letzten Jahren am zweiten oder dritten Tag mal als Besucherin da zu sein, sondern hier tatsächlich auch die Gamescom mit eröffnen zu dürfen. Und was für einen großen Einfluss auch Computerspiele, auch auf das Leben sehr vieler Menschen haben, konnte man erst heute nachlesen, wenn Sie gelesen haben, dass der wunderbare Schauspieler Robin Williams gestern viel zu früh verstorben ist und er drei Kinder hat und eine seiner Töchter Zelda genannt hat, und zwar nicht irgendwie Zelda, sondern er hat sie wirklich nach der Prinzessin in Legend of Zelda so genannt. Dann merkt man eben, dass so ein Einfluss auch besteht, dass nicht nur gespielt wird, nicht nur in Welten abgetaucht wird, sondern sowas begleitet einen ja dann auch das ganze Leben. Und man muss einfach feststellen, dass wir, der Herr Dr. Schenk hat es angekündigt, sehr viel auch tun wollen von der Bundesregierung. Das steht nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass wir das Thema Computerspiele mit dem Deutschen Computerspielpreis beispielsweise jetzt bei uns im Haus haben, im Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, dass wir da an der Stelle auch noch wirklich das Ganze weiterentwickeln wollen und das Ganze auch anheben wollen und angleichen wollen. Jetzt wird es nicht sofort leider Gottes möglich sein, es zumindest finanziell auf eine Ebene mit der Filmförderung zu stellen, nicht weil wir das nicht wollen, sondern weil solche Finanzverhandlungen natürlich etwas langwieriger sind. Aber ich würde mal sagen, wenn man sich anschaut, was aus der Computerspielbranche rauskommt, nicht nur an Kultur, nicht nur auch an Wertschöpfung, und dann ist da nur ein Hundertstel der Förderung da, dass das nicht so ganz in einem Verhältnis steht. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Computerspiele haben in den letzten Jahren natürlich ein besseres Standing bekommen, aber trotzdem ist es noch ausbaufähig. Ich hatte neulich ein sehr spannendes Erlebnis. Da werden, passiert ja manchmal, es ist nicht jede einzelne Rede eines Kollegen immer so absolut spannend. Ich weiß, in den Landtagen ist das anders, Frau Kollegin, aber im Bundestag ist es vielleicht auch mal so, natürlich nicht in der Regierungskoalition, aber vielleicht beim einen oder anderen, dass dann auch mal auf der Regierungsbank, auf dem Smartphone oder auf dem Tablet vielleicht auch mal geschaut wird, was da so gemacht wird. Da habe ich die spannende Erfahrung gemacht. Es gibt ja dann immer diese großen Objektive, wenn dann von oben so runter fotografiert wird, dann wird man nicht gerügt, wenn man irgendein Trashblatt liest, aber schon, wenn man mal ein Computerspiel spielt. Also da gibt es dann so dann Fotos, die einem zugeschickt werden. Mir ist zumindest eins zugeschickt worden mit der Ankündigung, es wird geleakt, wenn ich nochmal erwischt werde, auf der Regierungsbank zu spielen. Sehr gerne. Ich glaube, dass es meinem Image hilft. Das war dann wahrscheinlich nicht die Antwort, die zu hören war. Aber das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt die Zuständigkeit im Ministerium haben, ist auch jedes Spiel, was ich auf der Regierungsbank spiele, harte Arbeit. Und hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Freizeitbeschäftigungen zu tun. Nur so viel, falls Sie auch mal meinen, mich an der einen oder anderen Stelle erpressen zu wollen. Und man erlebt ja immer wieder, dass hauptsächlich diejenigen meinen, mitreden zu können, die noch nie selber ein Spiel gespielt haben. Nur weil sie vielleicht irgendwo mal einen Screenshot gesehen haben oder mal eine 3-Sekunden-Sequenz gesehen haben. Und denen muss man einfach klipp und klar sagen, wer Analphabet ist, was schlimm genug ist, aber wer eben nicht lesen kann und ein Buch in die Hand nimmt und sich nur Buchstaben der Reihe nach anschaut, wird auch nie ein Lesevergnügen entwickeln. Und wenn ich eben nur ein Spiel an mir, wenn auch immer das dann funktionieren sollte, an mir vorbeirauschen lasse und das nicht selber spiele, habe ich eben auch nicht die Möglichkeit, an der Stelle mitreden zu können. Und deswegen, denke ich, sollten wir uns nicht über diejenigen erheben, die das auch schick finden. Das ist so ähnlich wie früher, wenn man gesagt hat, ach, in Mathe bin ich nicht gut. Wenn man gesagt hätte, in Deutsch bin ich nicht gut, dann ist es peinlich. Wenn man gesagt hat, in Mathe bin ich nicht gut, ist es eher so eine Auszeichnung. Und deswegen ist es vielleicht jetzt noch ein bisschen schick zu sagen, ich lese, ich gehe ins Kino, aber ich bin jetzt nicht so der Gamer, ich finde es nicht schick, ich finde es peinlich, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, das gehört auch zu einem ganzheitlichen Menschen, es gehört auch zur Allgemeinbildung,
aber wir sollten uns nicht erheben über diejenigen, die es nicht tun. Und wenn sie an Weihnachten sonst gewohnt waren, 10 Bücher zu verschenken, verschenken sie heuer vielleicht mal nur 8 oder 7 und dafür 3 Spiele. Und sind sie aber dann auch dabei mit einem Gutschein und erklären sie diese Spiele? Und sind sie dann vielleicht auch diejenigen, die sagen, ich zeig dir mal, ich führe dich ein, weil das Spannende ist ja, es ist ortsunabhängig, es ist zeitunabhängig, es ist vor allem altersunabhängig und es macht extrem viel Spaß, auch über Grenzen hinweg miteinander oder gegeneinander zu zocken. Und es macht extrem viel Spaß auch, das Ganze zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten zu machen. Und wenn sie an Schlaflosigkeit leiden, dann nehmen sie sich irgendein internationales Quiz und spielen sie dann eben gegen die Länder, die gerade Zeit haben, die gerade da sind. Ich weiß, dass die Kollegin Schwald-Düren heute noch zu einem anderen Spiele-Event geht. Die wird sich heute anschauen, wie sie gegen Bayern verlieren wird. Und ich weiß, es ist ganz dünnes Eis, aber ich wage es trotzdem mal. Sollte es anders sein, Frau Kollegin, biete ich Ihnen an, dass wir das Spiel nochmal bei FIFA 15 nachspielen und dass wir dann nochmal gemeinsam zocken an der Stelle. Also wir schauen mal, wie das heute Nachmittag ausgeht. Ein letztes vielleicht noch, ich habe auch mal ein Spiel entwickeln lassen im Wahlkampf 2009. Da hat mir eine ganz, ganz kleine Firma ein Spiel entwickelt, was natürlich jetzt nicht so ausgereift war wie alles, was wir heute zu sehen bekommen. Da gab es 2 Protagonisten, die gegeneinander gespielt haben, einen guten und einen bösen. Auf der einen Seite war Karl Theodor zu Guttenberg und auf der anderen Seite war Peer Steinbrück. Und Sie können sich überlegen, wer der Gute und wer der Böse war. Lasst die Spiele beginnen, ich freue mich drauf. Ja.